Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prison Architect. Wir haben eine Werkstatt in Gang gebracht und scheinbar produzieren wir jetzt Nummernschilder, die dann exportiert werden. Weiß ich gar nicht. Gute Frage, nächste Frage. Oh, und ich sehe, wir haben hier noch Gehwegsplatten vergessen. Erstmal die beiden. Und dann natürlich hier rein. So, haben wir welche unter Verschluss? Ja. Was hat er denn gemacht? So. So, ja, okay. Ja. Nummernschildproduktion läuft. Wieso? Der darf nicht da raus. Die müssen hier raus. Tür bitte demontieren, beziehungsweise ja, doch, wird demontiert und dafür eine Betonmauer hier hin. Die sollen hier durch, der soll nicht aus der Werkstatt hier so, was war das wieder für ein Meckerton? So, ich hoffe, das haut hin. Weil irgendwie ist die Werkstatt hier so ein bisschen buggy. Scheint das mit meiner Türmechanik hier nicht ganz zu verstehen. Vielleicht müsste ich die beiden Wände wieder wegmachen. Ja, ich glaube, das schnallt er irgendwie nicht hier. Und dann soll das hier auch mal demontiert werden. Die gehen ja dann auch da durch die Metalldetektoren. Das müsste dann auch gehen. So, hier ist immer noch. Ach, ist auch egal. Hier ist das gleiche Problem. Irgendwie schnallt er da die Wegfindung nicht. So, wie sieht denn insgesamt so die Stimmung aus? Schlaf. Ja gut, ist in Ordnung. Hygiene. Könnt ihr selbst Darm entleeren und Blase entleeren, habt ihr auch die eigene Möglichkeit zu. Ja. Ich denke, das ist soweit eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir eine Stunde Hofgang. Dann ist noch ein bisschen Freizeit. Und ja, komm. Ihr könnt ruhig eher schlafen, weil Bedürfnis nach Schlaf mittelstark ist ja schon bei allen da. So, die gehen jetzt alle nochmal pinkeln und was weiß ich, kacken. Ein paar gehen noch duschen, das ist auch gut. Schön. Komfort. Wird auch abgebaut bei dem bei vielen. Erholung ist aber noch rot gesprungen. Deswegen gab es jetzt hier dieses Boom. Aber die Erholung gibt es ja jetzt gleich, wenn es ins Bett geht. Und das ist jetzt.
Zack, alle Mann in die Zellen. Und gute Nacht. Da ist eine kaputte Uniform, die kann man mal wegwerfen. So. Bildungsprogramm läuft auch noch. Die Nummernschilder haben wir bald fertig. Und das haben wir auch bald fertig. Und jetzt würde ich gerne, weil es gerade so schön Nacht ist, erstmal Baulärm anfangen. Und zwar möchte ich eigentlich hier eine Baumschule mal ausprobieren. Schön groß. Fehlgeschlagen außen? Nein, ist ja nicht fehlgeschlagen. Und dann natürlich. Wir machen das in die Gärtner oder wie läuft das? Setzen wir mal hier den Zaun rum. Ach, jetzt werden Bäume gekauft. Automatisch. Das sind nur bis da gemacht. Da ist auch noch Platz. So, da wird wieder der Zaun montiert. Bin mal gespannt, wie das funktioniert. Und da setzt schon wieder keiner. Irgendwie ist die Ecke da böse. Ich versuch's nochmal. Dann vielleicht doch einer da hinsetzen möchte. Zaun bitte abreißen. Genauso wie diesen Zaun. Und da setzt ihr bitte einen hin. Ja, es geht. Dann kommt der an mir auch weg. Also schwer. Was bringen die da? Die Bäume im Karton? Wer ist das denn? Ist das ein Gärtner? Ja, sieht so aus, ne? Wirft Tree weg. Wohin wirft er den denn? Ist das jetzt hier der Setzling? Achso, das sind jetzt die Setzlinge. Die haben sie gepflanzt schon, okay. Das werden sie jetzt an den anderen Stellen auch noch machen, so wie ich das jetzt verstehe. Da kommen sie nämlich. Achso, das machen nur die Gärtner, okay. Können wir denn... Wer ist unglücklich? Keiner. Können wir denn hier nicht noch welche zuteilen, die dann als Gärtner arbeiten? Ich glaube, das funktioniert so nicht, nein. Ich glaube, läuft das als Putzkammer? 1, 2, 3, 4, 6, 8. 6. Jeweils 6. Hier packen wir auch 6 rein. Die sind zwar noch nie genug. Und hier sind 4 schon drin. Woanders
arbeiten geht nicht. Okay, das ist soweit. Boah, das ist schon ganz schön groß, das Gefängnis, sehe ich gerade. Und es läuft, nicht schlecht. Bin stolz auf mich. Wenn ich überlege, wie meine ersten Versuche aussahen. Aber ich sehe gerade, das sieht natürlich nicht so toll aus hier. Gut. Wir haben natürlich jetzt auch Exporte. Ah, aber hier. Nummernschilderstapel. Verkaufspreis 200. Für 20? Doch wohl nicht, oder? Wie sieht es denn bei unserem Programm aus? Wer will denn jetzt hier noch mitmachen? Sicherheitsunterweisung. Okay, die sind noch gerade am Schlafen, deswegen zählt das noch nicht. Gemeinbildung will gerade keiner mehr machen. Und Ausbildung einer nur. 5 von 13 bestanden. Da wird immer nicht mehr. So. Das funktioniert mit der Arbeit? Nein, hat überhaupt nicht funktioniert. Wir haben kein Essen. Gleich gibt es aber schon Essen. Dann müssen wir das hier anders einteilen. Also. Freizeit, Freizeit. Pause. Dann gibt es. Dann ist es. Dann muss man es anders machen. Hilft ja alles nichts. Duschen, duschen. Eins, zwei, dreier Block Arbeit. Und dann gibt es dann erst Essen. Freizeit, 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 Freizeit. Nächster Dreierblock. Arbeit. Und dann so. Gucken, ob das dann hinhaut, dass dann die mithelfen. Weil es jetzt die Arbeit startet. So. Küchenhilfen. Jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. Zumindest einer hilft da. Da kommen sie doch. Ja, wunderbar. Läuft doch. Ja, ihr habt Hunger. Ich weiß. Gibt aber auch gleich. Machen den Nachmittag dann auch noch mal ein bisschen anders. Sehe ich gerade, da sind wir ein bisschen nah zusammen, das Essen. Dann machen wir jetzt nämlich hier den Hofgang hin. Hier für jeden den Freizeitblock. Und hier gibt es das erste Essen, da gibt es das zweite Essen. So. Gut. Wird erst gearbeitet, dann gibt's Essen. Bisschen unfair, aber.
das ist auch eine Quälerei dann, ne? Die haben direkt bestimmt voll Hunger, müssen aber hier die ganze Zeit kochen. Wir haben unsere Nummernschilder fertig, so wie es aussieht. Ja, was haben wir denn jetzt? Was können wir denn hier nochmal so? Was ist denn startet? Ach. Nee, ist okay. Nicht qualifiziert. Der möchte nicht. Nur interessiert oder qualifiziert. Schade. Schmeißen das trotzdem mal an. Vielleicht möchte er ja gleich doch zum Tischler werden, weil ich glaube, das gibt mehr. Weil wir ja hier jetzt bald, oh, jetzt noch nicht, aber bald mal irgendwann Bäume haben. Und wir machen Minus. Ja gut, das ist, weil wir so viele hier ausbilden. Aber das ist jetzt, wir haben ordentlichen Puffer, also egal. Und das ist jetzt keine Million, die wir Minus machen, also. So, wie sieht's hier aus? 18, 19, ja, das passt jetzt. Auf geht's. Schnappt euch das Essen. Ich glaube, das haut hin. Ich glaube, die sind alle satt. Na. Jetzt kommen die anderen. Hätte eigentlich hier den Küchenbereich auf die Seite machen sollen und hier eine Theke und hier einfach Tische oder andersrum. ...98%. Ja, so habe ich mir das doch gedacht. Wunderbar. Die sollten ja wohl alle zufrieden sein. Jetzt gibt's ein Stündchen Freizeit, da dürfte man alle auf dem Klo. Zumindest alle, die müssen. Und danach geht's wieder an die Arbeit. Da kommt schon der externe Lehrer. Für gleich, für den, der seine Allgemeinbildung da irgendwie machen wollte, ne? Ist das immer noch das Piepen wegen dem hier? Ich weiß auch nicht. Na, was ist da los? Der wollte doch eigentlich zur Arbeit, ne? Eine Gabel geklaut. Tja. Danke, Idiot. So. Das Geile ist, abräumen müssen die alleine machen, die Köche. Hier fehlt eine Personaltür. Wieso gehst du durch die Personaltür zum Besuch? Das geht ja schon mal gar nicht. Erstmal muss da eine neue Tür hin. Was liegt denn da? Oh, kurzfristige Menstruation kommt auch noch wieder. Erstmal wieder die Personaltür hin, weil aus dem Besucherraum gehst du ja wohl nicht dadurch. Scheinbar doch. Cool. Aber wenn du was dabei hast, werden wir dich finden. Oh, siehst du? Was hat der da vor? Du bist einmal durchsucht.
Alkohol, Zigaretten. Was haben wir dabei? Gift? Wow. So, ja, wir wollten auf jeden Fall nochmal eine neue Subvention annehmen jetzt. Jetzt haben wir ja wieder Platz ohne Ende. Wo sind sie? Da. Ja, Tischlerausbildung. Staatliche Sicherheitsklassen. Tja. Razzia Drogen, Razzia Werkzeuge. Fertig. Entferne die Versorgung von gestohlenen Werkzeugen. Entferne die Versorgung von gestohlenen Waffen. Na gucken, wie wir das hinkriegen. Und das eine haben wir direkt abgeschlossen. Oder wie sehe ich das? Tatsache, die Razzia. Waffen? Okay. Dann staatliche Sicherheitsklassen. So, weise zwei Hundeführer Patrouillen zu, weise zwei bewaffnete Wachen Patrouillen zu. Ich glaube, dazu müssten wir das erstmal erforschen. Das müssen wir erforschen, das müssen wir erforschen, das, das und das. Und dann 50.000 haben wir nicht, ne? Doch, haben wir. Dann, wenn wir schon mal so viel haben, dann forschen wir sofort das, dann zahlen wir nämlich überhaupt keine Steuern mehr. Das und dann haben wir alles erforscht. Ja, das lassen wir laufen. Und hier, was gibt es hier für ein Problem? Achso, hier ist wieder die Wäschekorb-Geschichte. Ich glaube, wir brauchen mehr, ne? Das kann sein. Wäschekorb. Kaufen wir doch nochmal zwei. Das kostet ja nichts. Drei. So. Okay, ich würde sagen. Hier wird nicht gearbeitet, weil Hofgang ist. Dort wird gar nicht mehr gearbeitet. Zwei Blöcke Arbeit, das reicht. Es gibt aber gleich nochmal Essen. Obwohl eigentlich gar keiner Hunger hat. So wie es aussieht. Ist auch nichts vorbereitet irgendwie. Weil da wieder keiner vorarbeitet, ne? So, wir machen das so. Und dann machen wir Hofgang, 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 Hofgang. Ich hoffe, das ist jetzt genug Freizeit noch. Wir werden sehen. Jeden Fall genug essen jetzt. Da vorne ist ein bisschen wenig, aber die legen gerade nach. Hat aber auch keiner so richtig Hunger. Insofern ist das okay. Ja, die Zeit ist schon wieder rum. Wir machen hier einen Cut. Ich mache auch wieder Pause. Genug an einem Stück in der Session wieder aufgenommen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Prison Architect. Bis dann. Tschüss.